Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde euch heute ein paar Teams vorstellen, mit denen ihr gut in der Weekend League spielen könnt. Für diese Woche braucht man ja drei Silberspiele. Ich zeige euch erstmal mein Team, wie ich diese Woche spielen werde. Gehen wir mal ins Team rein. Im Tor haben wir Buffon, der beste Keeper im Spiel, wie ich finde. Rechtsverteidiger haben wir ihn hier. Habe ich für 3800 geholt, ist in Ordnung. Habe jetzt 9 Spiele mit dem gemacht. Der ist recht solide, also den kann man auf jeden Fall spielen. Die beiden Abwehrbosse dazu muss ich nichts sagen, die sind überragend, beide hoch nach hinten, also besser geht's nicht. Ja, wahrscheinlich besser geht's nicht. Hier haben wir den Kollegen von Juventus geholt für 6000, für 6000, für 1600. Für 6000 hätte ich den nicht geholt. Hier haben wir Dybala, Kanté, Pogba, auch sehr, sehr gute Spieler, sind ja eigentlich genauso im Team vorhanden. Griezmann und Ronaldo im Spiel stelle ich dann natürlich noch um. Stelle ich so um, Griezmann mit Dybala noch tauschen. So spiele ich dann im Game. Und den hier werde ich auswechseln in der zweiten Hälfte. Für ihn hier habe ich mir noch geholt. Ist ein recht solider Spieler, hat auch ein bisschen was gekostet. 22.000 ist nicht so wenig für so einen Spieler, aber geht noch. Geht noch. Wie gesagt, ich habe euch auch ein paar billige Teams rausgesucht. Die werden wir jetzt abarbeiten. Das sind 5 Teams. Manche ein bisschen teurer, manche ein bisschen günstiger. Also ist eigentlich für jeden was dabei. Ihr seht, es sind 5 Teams, 5 Ligen. Ich habe jetzt einfach Spieler genommen, die mir persönlich gefallen. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Das sind Spieler, mit denen ich gut spielen könnte. Und die würde ich euch empfehlen. Kann natürlich sein, dass der ein oder andere mit den Spielern gar nicht klarkommt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Team an. Ist ein Bundesliga-Team. Sehen, habe ich auch schon so einen Verein. Fang an mit dem Torhüter Fährmann, der beste Keeper aus der Bundesliga. Also, er ist besser wie Neuer sogar. Rechtsverteidiger haben wir uns für den ersten Silberspieler entschieden. Diekmeier, schaut euch die Werte an, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. In der Innenverteidigung Sokratis und Tah. Beide mit Mittel-Mittel, ist in Ordnung. Bleiben beide auf derselben Linie sozusagen. Ist sehr gut. Wie gesagt, ich schaue immer, dass es. Ich empfehle es euch auch, dass kein Innenverteidiger hoch nach vorne hat, also so ein Ramos, so ein David Luiz, diese spiele ich nicht gerne, weil die immer im Mittelfeld rumgammeln und das mag ich nicht. Der nächste Außenverteidiger ist hier Marx, hat Mittel-Mittel, ist auch in Ordnung. Also hat nur Diekmeier hoch nach vorne, Rechtsverteidiger haben fast immer hoch nach vorne, bis auf Lahm, den, aber dann müsstet ihr halt einen anderen Spieler nehmen. Könntet versuchen, Gnabry zu holen, aber den gibt es nicht auf dem Markt. Könnt natürlich auch versuchen, Delaini, die Silberversion, aber der ist auch nicht auf dem Markt. So könntet ihr euch natürlich den Rechtsverteidiger dann sparen. Hier Rode, Sanchez und Castro, ein recht solides Mittelfeld, also ist in Ordnung. Vorne haben wir noch den Kollegen hier von Wolfsburg, kostet nicht so viel. Wenn ihr es euch noch ein bisschen teurer machen wollt, wenn ihr ein bisschen mehr habt, könnt ihr natürlich hier noch einen Pulisic nehmen. Costa ist ein sehr, sehr guter Spieler, habe ich auch früher sehr, sehr oft immer eingewechselt. Hahn habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser wie Lewandowski und Aubameyang. Hat hoch nach hinten, das merkt man aber überhaupt nicht, weil er schon immer vorne ist. Also bei dem hier merkt man es überhaupt nicht. Ist ein solides Team. Ich glaube, hier hat auch keiner hoch nach vorne. Mittel, Mittel. Hoch, hoch. Das ist auch in Ordnung. Und hoch, hoch. Also die beiden kämpfen ganz schön. Also die hatte ich auch. Ich hatte das Team so ähnlich mal am Anfang. Ist auf jeden Fall recht solide, damit könnt ihr auf jeden Fall gut spielen. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Team. So, zweite Team ist aus der BPL. Und da seht ihr, haben wir auch natürlich drei Spieler wieder im Verein gehabt. So, wir fangen an mit Butland, überragender Typ, also was der hält. Wie gesagt, ich kann in meinem Hauptteam nicht spielen. Ich finde Buffon ein bisschen besser, aber wenn man nicht viele Münzen hat, Butland, kann man nichts falsch machen. Rechtsverteidiger. Ihn hier müsst ihr auch snipen, die kommen alle 5 Minuten. Oh, okay, da hat jetzt einer eine Ladung draufgestellt. Vorhin habe ich geschaut, da war der nicht drauf, aber da hat jetzt einer ein paar. Müsst ihr halt 10k für den bezahlen. Müsst ihr halt machen. Den Abwehrposten der Innenverteidigung, wie gesagt, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Wie gesagt, spielt auch in meinem Hauptteam. Könnt mir auch einen Ramos trotz oder so holen, aber der hier ist deutlich besser. Also, wie Ramos mit Koscielny zu vergleichen, ist eine Beleidigung für Koscielny, weil er der beste Innenverteidiger im Spiel ist. Kommt zum anderen Innenverteidiger. Also, wie gesagt, ich habe extra zwei hier Silberspieler genommen, weil Koscielny hier wie für drei verteidigt. Deswegen kann man sich hier zwei Silberspieler neben ihm erlauben. Der Kollege hier, denn ja, der ist auch nicht, der kostet glaube ich auch 10.000 ungefähr. Ja. Vielleicht mit ein bisschen bieten 8000, aber hat auch recht gute Werte, könnte auf jeden Fall auch spielen. Moreno auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger. Mit Can,
Kanté und Amarati haben ein sehr, sehr gutes Mittelfeld. Zwar ein recht kleines, aber die sind flink unterwegs. Kanté, ein brachialer Abräumer. Ihr holt euch natürlich immer die, die ihr euch am besten leisten könnt. Also, wie gesagt, wenn ihr nur das Geld habt für den 81er, holt ihr euch den 81er. Das sind nur so Vorgaben von mir. Wenn ihr hier nur das Geld habt für den normalen Costa, holt ihr hier den normalen Costa. Hier Touré, ein sehr, sehr guter ZOM. Könnt natürlich auch Eriksen oder Rooney nehmen, wenn die euch besser gefallen. Ganz einfach. Hier haben wir noch Rudy, den habe ich auch sehr, sehr oft gespielt. Geht in Ordnung, die Werte. Costa geht auch in Ordnung. Das sind meine zwei Lieblingsspieler aus der BPL. Also, ja, die gehen klar. Wir sind ein solides Team. Ich denke, das ist auch gar nicht so teuer, wenn ihr da einfach die normale Version von Costa holt. Nicht den Inform, der hat ja auch noch einen 90er Inform. Holt ihr einfach den normalen. Geht klar. Gehen wir zum nächsten Team aus der Serie A. Im Tor Buffon, Bonucci, Basali. Das ist ein sehr, sehr gutes Dreieck da hier. Den Kollegen, boah, ist auch in Ordnung. Die Werte sind sehr, sehr gut. Und der Kollege spielt ja auch in meinem Team. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, was er aktuell kostet. Können wir mal ganz kurz schauen. Boah, scheint aber immer noch so bei 2000 ungefähr zu liegen. Marquise, De Rossi und Nainggolan. Perfektes Mittelfeld. Also wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich hatte öfters Serie A-Teams, die laufen sehr, sehr gut. Dybala, bester ZOM im Spiel. Higuain, ein sehr, sehr guter Stürmer auf jeden Fall. Ja, fast positiv. Und hier Simeone, noch als Silberspieler, der ist in Ordnung. Hatte ich auch mal getestet am Anfang. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ist ja der Sohn von Diego Simeone vom Atletico-Trainer. Sagen wir gehen zum nächsten Team. Ihr seht, wir haben noch zwei Stück im League All Team, wo wir mit Trapp im Tor haben. Julien hier habe ich genommen, der ist 1,96 groß, hat hoch nach hinten, also perfekt für einen Innenverteidiger. Er ist ja auch bei mir im Hauptteam für diese Weekend League, deswegen geht es auf jeden Fall. Nkulu hat auch sehr, sehr gute Werte, ist halt ein bisschen klein, wenn er euch zu klein ist, müsst ihr halt einen anderen nehmen, nehmt ihr halt einfach Marquinhos oder sonst irgendwie, haben ja bestimmt noch ein paar andere. Kurzawa, bester Linksverteidiger aus der Ligue 1. Also, da könnt ihr nichts falsch machen. Hier im Mittelfeld ist auch sehr, sehr gut bestückt. Matuidi, sehr, sehr guter. Cossielo hatte ich auch sehr lange in meinem Zweitteam gespielt. Auch ein sehr, sehr guter Spieler. Kostet überhaupt nichts, aber arbeitet wie ein Kanté. Tolisso auch sehr, sehr gut. Hatte ich zwar die höchste Variante, aber ihr könnt einfach den normalen nehmen. Da macht ihr nichts falsch mit der Karte. Vorne einfach Depay, Lacazette und Di Maria. Im Spiel würde ich dann Depay auf die 10 stellen, also ich würde umstellen. Mit zwei Stürmer und einem ZOM. Di Maria als linker Stürmer und Lacazette als rechter Stürmer. Lacazette hat auf jeden Fall gute Dienste für mich bis jetzt erwiesen. Hier dann Di Maria mit hoch nach vorne ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Also kann man auf jeden Fall auch empfehlen so. Wie gesagt, ihr könnt euch da einfach das Team raussuchen, wo euch am besten gefällt, wie die Münzen passen. Natürlich müsst ihr vielleicht an der einen oder anderen Ecke ein bisschen sparen, holt ihr euch einen billigeren. Aber diese Spieler empfehle ich, wie gesagt. Wir gehen zum letzten Team und das ist das BBVA-Team. Ist, glaube ich, gar nicht so teuer, bis auf der Linksverteidiger. Linksverteidiger kostet, glaube ich, 200.000. Okay, der ist runtergegangen. Dem Netz hat er noch 200.000 gekostet. Aber jetzt kostet er noch immer noch 90.000, aber schaut euch mal die Werte an. Also der hat wirklich sehr, sehr gute Werte. Also der geht auf jeden Fall gut ab. Teste ich vielleicht mal, weil 90.000 ist nicht so schlecht. Also das ist auf jeden Fall, hat sehr, sehr gute Werte. Pepe, Varane und den Kollegen hier ist solide. Oblak ist auch ein guter Keeper. Boateng ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Casemiro, ein guter Abräumer. Könnt ihr auf jeden Fall spielen mit Mittel. Spielt ja auch eigentlich in meinem Hauptteam. Hier habe ich mich noch für Saul entschieden, weil er halt hoch nach hinten hat. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wenn ihr es da offensiver wollt, stellt ihr einen Ramos, Isco oder so hin. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, das sind nur Empfehlungen von mir. Ihn hier würde ich als linken Flügelstürmer spielen. Ist recht in Ordnung. Ist gar nicht, was der kostet. Habe ich jetzt gar nicht. Na ja, der kostet überhaupt nichts. Also der ist auf jeden Fall in Ordnung. Bakambu vorne noch, auch ein sehr, sehr guter Stürmer. Und Williams auf dem rechten Flügel ist auch ein sehr, sehr flinker Spieler. Ist auch ein recht günstiges Team. Wie gesagt, wenn es euch da nicht gefällt, nehmt ihr euch einfach so einen normalen hier für 2000 Münzen und ballert den rein. Dann geht es auf jeden Fall klar. Also, so Freunde, das wäre es gewesen. Ich hoffe, dass die Teams haben euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage.